Dann kann ich das so machen. Siehst du, genau. Willkommen, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, so, egal. Hallo! Hin, okay. Finde, du hast recht. Willkommen, Maria dürfte wohl sein, ja? Du kannst die Waffe wegpacken. Wir sind jetzt eine, wie nennt man das, für Familie. Verstehst du? So, nun, gut. Sinn, warte recht. Wir sind eine Art Familie, eine Art Gesellschaft wieder. Ich meine, schaut euch um. Die Apokalypse hat auch ihre Vorteile, oder? Ich meine, der Mensch ist so schlau, nicht alle, aber egal. Wir können wieder eine Familie sein. Darum geht es. Gut, Slimba, du hattest deine Zeit. Geh bitte zurück. Danke. Gut, ist Nero hier? Nero, bist du hier, ja? Sehr gut, wie immer pünktlich, der Junge. Sehr gut, Nero ist nicht hier. Hör auf zu heulen, es gibt keinen Grund dazu. Einer von der Gemeinschaft, Dominik. Ist Dominik hier? Jo. Ah, die Scharfschütze. Komm mal hier hin, zum Teddybär. Verstehst du? Erzähle etwas über deine Familie. Ich hoffe, die Gemeinschaft ist auch sowas wie eine Familie. Ja, wir sind hier vertreten. Mit mir, Peer, Marvel und Furby. Meine Familie ist die Gemeinschaft. Wir sind eine große Organisation. Ich denke, die meisten von euch kennen uns. Wir sind im Vibor ansässig. Und wir tun denjenigen, die nichts haben, Gutes, und denjenigen, die zu viel haben, die uns bedrohen, denen tun wir Schlechtes. Das ist unser Credo. Und ich glaube, wir fahren damit ganz gut, denn bisher habe ich noch nicht allzu viele Beschwerden gehört. Und ich denke, die meisten von euch mögen uns. Was meinst du dazu, Jeffrey? Denn tja, eure Gruppierung genau, mag uns ja ziemlich, genau, oder? Genau, ihr seid sowas wie Batman, versteht ihr? Die kommen nachts und rauben die Reichen und versorgen die Armen. Und man sollte sich nicht gegen diese Leute sträuben. Wie auch immer. War's das? Dominik, war das alles? Ja, das war eigentlich alles. Sehr schöne Rede. Du hast es drauf, mein Freund. Geh jetzt zurück. Beeil dich. Ich mach auch. Gut, als ich hier reinkam durch die Kirche, habe ich etwas verschwiegen. Heute gibt es etwas, was euch alle schockieren wird. Jemand in unseren Reihen wird sterben. Ja, er wird sterben. Aber keine Sorge, warum seid ihr alle so blass? Es ist keiner von euch. Es ist jemand von den Idioten, ich meinte von den, versteht? Ja, es ist, nein, es ist Louis. Louis wird heute dem Schöpfer ausgeliefert. Ja. Ah, gut. Und wir werden einen neuen in unseren Reihen begrüßen. Warum donnert es so laut? Ist der Schöpfer entweder sauer? Wie auch immer. Ah, gut, Louis, komm bitte vor. Genau hierhin. Ich möchte nochmal mit dir reden, bevor du gehst. Verstehst du? Ihr müsst was mit dem da draußen los. Wie auch immer. Gut, ich glaube, er hat so nicht die Eintrittspreise bezahlt. Darum wollte er gehen. Versteht ihr? Nun, Louis wird sterben. Keine Sorge. Er hat sein Schicksal ins Auge geblickt. Versteht ihr? Gut. Louis, knie nieder. Ja, mach das. Knie nieder. Ja, mach das. Gut. So. Ich muss sagen, Louis, seit der ersten Minute in Vibor sind wir sowas wie Brüder.
Ich mag dich wirklich sehr, mein spanischer Freund. Abgesehen davon, dass du schrecklich stinkst, aber das ist was anderes. Ignoriert die Zombies, die wollen nur in unseren Kult rein, versteht ihr? Gut. Luis, du bist wie ein Bruder für mich. Es fällt mir schwer, dich jetzt dem Schöpfer auszuliefern, aber ich habe mit ihm geredet. In Green Mountain. Ich fragte ihn, so ungefähr. Schöpfer, sag, warum hast du so einen schwierigen Namen? Verstehst du? Naja, und so eine Sachen. Ignoriert einfach die Zombies. Gut. Luis, ich muss sagen, du bist mir ans Herz gewachsen. Du hast mich verteidigt, verstehst du? Du warst immer neben mir. Du sahst aus wie ein Stück Holz, aber es macht nichts. Du bist mein Bruder. Gib mir nochmal, darf ich dich noch einmal boxen? Ich meine, ich wollte schon immer mal, verstehst du? Darf ich? Gut, ja, okay. Halt still, okay? Ich hole Anlauf. Hört auf zu heulen. Ich müsste heulen. Bleib da. Okay, gut. Ich werde jetzt kurzen Prozess mit ihm machen, denn der Schöpfer wird sonst sauer. Ich meine, bevor sich dazu entscheidet, jemand anderes zu nehmen, wie auch immer. Ach ja, Adrian, ich hab dich ganz vergessen. Liegt daran, dass du eine Nebenrolle bist, aber jetzt bist du der Wichtige. Geh hin und grüße nochmal deinen Bruder und schau ihm in die Augen, obwohl er schielt. Heute, meine Freunde, werde ich dich Abschied nehmen. Von einem Freund, von einem Gehilfen und einem Kameraden. Einer der Kameraden, mit denen ich eine Ehre hatte, zu arbeiten, zu überleben und zu töten. Jetzt fällt mir schwer, Abschied zu nehmen, aber das ist die Apokalypse, ne? Das ist sie doch, ja. Und in der Apokalypse gibt es keine Helden. Es gibt keine Bösewichte. Es gibt nur Überlebende, ja? Das versteht ihr doch alle. Und dieser Mann vor mir war ein guter Mann. Er war nicht böse und er war auch nicht nett. Er war einfach ein Überlebender, wie du und ich. Und heute wird er für seine Religion sterben. Er ist ein Märtyrer, ein, an den man sich erinnern wird. Eine Opfergabe an den Erschöpfer. An den Erschöpfer. Ja, an den Schöpfer. Oder Erschöpfer. Genau, und jetzt geht's zur Seite. Das fällt mir sehr schwer. Luis, so schwer. Hör auf zu heulen, du Memme. Luis, hab keine Angst, es tut nicht weh, es ist nur eine Kugel, verstehst du? Wir sind noch mehr gewöhnt, ich meine, wir waren doch alle am Boden. Dann in den Knien und dann aufrecht, okay? Amigo, bevor ich als Märtyrer sterbe, will ich noch einen Satz von mir loswerden, Amigo. Mach kurz, du stinkst. Ich rede jetzt zu jedem, der hier sitzt, Amigo. Ich habe euch alle geliebt. Das war's? Für den Schöpfer. Ich sterbe für den Schöpfer, Amigo. Okay. Gut, es tut mir leid, Luis, aber, naja, es kommt, mach es kommt, Schmerz, okay? Amigo. Gut. Auf Wiedersehen. Schöpfer, ich hab's getan, okay? Jetzt lass mich in Ruhe, hast du verstanden? Na, wie auch immer. Sie lassen die Leiche hier. Das kann nur die Atmosphäre verbessern, versteht ihr? Wie auch immer. Gut, bevor wir, wieso hältst du eine Bibel in der Hand? Wie auch immer. Gut, wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer. Adrian und Jack werden in den Glauben eingeführt, versteht ihr? Und dann gibt's eine dicke, fette Grillparty. Und wenn du nicht aufhörst zu heulen, essen wir dich gleich mit. Verstehst du? Gut, los, heul, hol, Feuer. Es soll fackeln, verstehst du? Und pass auf die Zombies auf. Währenddessen, erzählt mal, Leute,
Wie geht es euch heute? Ich meine, wenn es einen Regengott geben würde, dann würde er heute an diesem Tag uns den Rücken zukehren. Ich glaube, er ist sauer oder so. Seht ihr, wie es pisst? Es regnet, sorry. Ah, da kommt einer. Achtung, möchtest du zum Glauben? Ja. Möchtest du zum Glauben? Genau, Achtung, nicht die Maria abschießen, die brauchen wir später noch. Gut, gut. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Schlaf gut durch. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Hat. Ja. Gut. Jemand soll mal die. Maria, bist du so nett und schließt die Tür, wenn alle drin sind? Okay, gut. Da war jemand. Noch eine Maria. Wir haben zwei Maria. Gut. Du bist doch der mit der Kamera, oder? Ja, sehe ich gut aus? Ja, bin ich. Gut. Sehr gut. Wo bleibt das Feuer? Kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, der Adrian kann nicht mal ein Feuer holen. Ah doch, kann er. Komm rein, komm rein. Übersehe einfach den Luis. Tu so, als wäre er gar nicht da. Verstehst du? Gut. Hätte jemand ein paar Stöcke, sonst müsste ich nochmal rausgehen. Beeil dich. Maria, versteh mich nicht falsch. Ich schätze dich sehr als Person und dein Kleid ist wunderbar. Aber du bist für die Tür zuständig. Ich meine, das ist doch eine große Aufgabe. Es ist immer eine große Tür, verstehst du? Wie auch immer. Du hast eine bezaubernde Stimme. Du könntest Glattgläser kaputt machen, Maria. Könntest du. So, endlich. Sagt, Freunde, hat jemand von euch ein scharfes Messer? Es muss vom Volk kommen, versteht ihr? Ich sehe verblasste Gesichter. Habt ihr Angst? Denn euch wird nichts getan. Ja. Jemand, der ein Messer hatte, soll zu mir rüber, bitte. Ich hab's dir hier hingelegt. So viel. Ah, ich danke dir, Dominik, du Scharfschütze. Ah, Dominik, sag, sehe ich gut aus, ja? Sehe ich gefährlich ja, aus? Tu, ja, tu, tu. Danke, danke. Lass mich ein Foto machen von dir. Du siehst wunderbar aus, Jeffrey. Du meinst ein Foto, bevor ich deine Haut ritze. Mach schnell. Ja, ist schon gemacht, mein Freund. Danke, danke. Gut, ihr werdet Zeuge jetzt davon, wie ich das Messer scharf mache, ja, und erwärme, wollen wir mal gucken, so, ja, schön warm, gut, okay, okay, zieh dich aus, zieh dich aus, nur Oberteil, Maria ist anwesend, verstehst du, gut, gut, komm her schnell, das Mal, streck deinen Finger aus, gut, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sprich mir nach. Von nun an diene ich dem Schöpfer. Von nun an diene ich dem Schöpfer. Sag, dass du ein Trottel bist. Nein, nein, mach das nicht, mach das nicht. Das war nur ein Witz. Gut, lass mich mal. Ah, sehr schön. Gut. Jetzt werde ich ihm das Messer geben. Aber sag, Adrian, fühlst du dich erleuchtet? Betrachte die Lichter hier nicht. Fühlst du dich beleuchtet, ja? Ich fühle mich beleuchtet. Mein Leben ist heller geworden. Hoffen wir, dass niemand in deinem Leben dir das Licht ausknipst. Gucken wir mal zu. Nicht abschießen. Oh mein Gott. Verdammt, Maria, doch mal. Du kannst mit der Waffe nicht umgehen. Mann.
Schließ die Tür. Mach die Türen nicht auf. Die wollen zur Religion, versteht ihr? Gut. Jetzt geben wir Adrian das Messer und er wird Jack in den Glauben einführen. Hier, nimm es, du Idiot. Ich meinte Freund. Gut. Wo ist Jack? Wo versteckst du dich, Jack? Komm her. Ah, da bist du. Sag mal, heulst du? Nimm die Kapuze ab, die Sonnenbrille. Setz die Sonnenbrille wieder auf, das kann ja keiner tragen. Zieh dein T-Shirt aus, verstehst du? Filme das gut, mein Freund, filme. Da, was mach ich? Gut, gib dir Mühe und nicht zu tief, sonst heult er hier noch rum, verstehst du? Schaut genau hin, so macht man einmal. Los, wir warten. Ah, sehr schön. Und Jack, nur in Stichpunkten, weil du redest manchmal zu lang. Was fühlst du? Okay, reicht, mein Freund. Es ist genug. Fühle mich erleuchtet. Okay. Was er sagt, ich bin der Beste, hat er gesagt. Versteht ihr? Gut. Geh in deine Ecke wieder. Sehr gut. Ich wäre bereit. Was ist mit dem Messer, Jeffrey? Gib's dem Dominik wieder. Er wird damit bestimmt noch einigen Opfern Qualen bereit. Bitte sehr. Gut, danke sehr. An diejenigen, die nicht stottern, versteht ihr? Ihr dürft euch melden und wir beantworten noch Fragen und ansonsten wird gegrillt. Wir haben sehr viel Essen dabei, hoffe ich doch. Und Maria möchte etwas vortanzen. Nein, möchte sie nicht. Gut. Gut. Nun, habt ihr Fragen? Habt ihr Fragen? Maria, hör auf, die Leiche anzugucken. Er ist schon in einer krippligen Position, siehst du nicht? Wie auch immer. Jemand eine Frage? Ja? Dann erhebt euer... there you are. Komm zum Feuer. Komm her, mein Freund, komm her. Sag deinen Namen und sag, was du willst. Frag. George. Ja, du stotterst auch, aber warum? George. Wie wäre es, wenn du deine Frage aufschreibst? Die Frage lautet... Schreibe doch deine Orte. Frage. Ich verstehe kein Wort, George. Ich glaube, ich habe dennoch die Frage verstanden. Louis hat jetzt einen Platz beim Schöpfer. Es wird alles gut, mein Freund, es wird alles gut. Ich weiß, das Fleisch zieht dich an, wie auch immer. Louis ist jetzt, wie soll ich sagen, beim Schöpfer. Wenn es einen Tisch geben würde und der Schöpfer sitzt in der Mitte irgendwie oder auf dem Thron, wird Louis an seiner rechten Seite sein, verstehst du? Ja. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und geh zurück. Danke. Jemand anderes noch eine Frage? Welche Art Farbe hat meine Unterhose oder so? Das sind ja wichtige Fragen, oder? Gut, ich glaube, ich habe eine Frage. Warte, ich glaube, der Lektor hat eine gute Frage. Komm vor, Lektor, komm hier hin. Ich hoffe, du stotterst nicht vor Aufregung. Sag, ich denke nicht. Ich hab eigentlich nur noch Frage. Auch du stotterst, mein Freund. Ich glaube, du hast noch nicht Fleisch in den Zähnen, mein Freund. Seid ihr freundlich?
Ja, ich habe die Frage dennoch verstanden. Ich weiß nicht. Genau. Keine Ahnung, aber ich bin so noch nie erlebt. Wir sind freundlich zu allen. Ich meine, der Schöpfer hat es mir befohlen, verstehst du? Sowohl zum Kannibalenkult, zur Kirche des Blutes, zu der Gemeinschaft, und wie die auch alle heißen. Gut, sehr gut. Lecter, mein Freund, du kannst auch zurück. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie nieder, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, mach das. Schreibt die Frage nieder, mein Freund. Ja. Auf die Frage werde ich nicht eingehen. Noch mal so eine Frage, dann haben wir ein Problem hier. Gut, da haben wir ihn in den Schranken gewesen. Gut, jetzt würden wir zum Essen rübergehen. Wer hat von euch Töpfe dabei? Ich habe eins dabei. Ich höre einen Truck. Ein Truck möchte konvertieren, versteht ihr? Ein Truck. Wie auch immer. Gut, wo wird gegessen? Hier oder? Ja, hier. Und bitte bleibt fern von der Leiche. Wendet von der Leiche, sofort! Bitte lasst die Leiche in Ruhe, bitte. Zeig Respekt doch verdammt nochmal! Lasst Louis bitte in Ruhe. Er chillt gerade. Gut, wir essen gleich. Wieso geht ihr raus? Der Nächste, der die Leiche hier anrührt, wird geschnitten. Nein, so gut sind wir nicht. Wir sind keine Köche, wir können nicht schneiden. Darum chill. Ich weiß. Wir werden jetzt kochen. Mach bitte die Tür zu, es zieht. Und Adrian macht deinen Mund zu, es zieht. Wie auch immer. Danke. Maria, ich verstehe, dass du Blut möchtest, aber versteh mich nicht falsch, es ist Louis, es ist kein normaler Mensch. Louis Blut ist nicht rot, es ist blau, wie ein Insekt, verstehst du? Schieß niemanden ab, bitte. Sehr gut. Schließ die Türe, auch wenn da Zombies sind, die rein wollen, nicht aufmachen. Gut, wir werden jetzt kochen, ich hoffe, du weißt, wie man kocht. Wie auch immer. Jeder, der was... Oh, da ist ja schon jemand. Bist du hungrig, mein Freund? Ja. Da heult jemand wieder. Gut, alle, die Kochtopf dabei haben oder Dreibeiner oder wie das Teil heißt, kommt in die Mitte und stellt was auf. Ich hol neues oder, Feuer. Oder hol neues Feuer, genau. Werd hier bitte so nett einmal... Danke sehr. Gut, ich danke dir. Sehr guter Kochtopf. Ist der von deinen Eltern? Ja. Okay. Ich benötige eine neue Axt. Meine Axt ist leider verstummt. Nimm meine. Komm her. Wieso geht Maria raus? Was ist mit dir los? Ich hoffe, alle sind hungrig oder habt ihr schon gegessen, ja? Gut. Alles klar. Ich glaube, ich kenne dich. Du musst doch Ben sein, oder? Guck, ich gebe dir etwas zu essen, okay, mein Messer? Ja, das tue ich. Hier, bitte. Da ist etwas zu essen. Leider kein Alkohol. Weiß doch, dass es gegen... Gut. Der Herr, der etwas zu trinken möchte, möge bitte vorkommen. Der dürfte hier ein bisschen was zu trinken. Ja, dürfte es gern. Der Herr, der was trinken möchte, bitte zu mir kommen. Der kommt von mir. Gut.
Ich sehe und ich hoffe, dass euch die Vorstellung gefallen hat. Ja, das hoffe ich. Danke vielmals. Gut, wenn ihr bereit wärt, könntet ihr mir nochmal applaudieren für mein Ego. Versteht ihr? Ja, das könntet ihr. Danke. Ich fühle mich wieder normal oder fast normal. Gut. Das war's eigentlich. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Wir sind hier. Ich meine, der Mann, den ihr dort oben seht, das ist nicht Jesus. Das ist der Vater von Luis. Er hat die Kirche errichtet. Vor einigen Jahrhunderten oder so. Ja, das hat er. Was soll das? Sehr gut, das machen wir später. Maria, mit dir muss ich später noch reden über die Kirche und eure Kirche und die Kirchen vom Baum, verstehst du? Jeffrey, dein Axt liegt hier noch. Ja, das okay. Fass den nicht an, die ist mein. Sehr gut. Jeffrey, ich eins von dir. Es ist nicht sehr nett, in den Kirchen von anderen Religionen Propaganda über eure Religion zu verbreiten. Ja, das ist es. Würdest du bedanken, bitte damit aufhören? Chillen wir einfach noch eine Runde, bis wir unseres Weges gehen, ja, tun wir das. Danke, mein Freund, das ist sehr nett. Wie auch immer. Gut, schön, dass wir wie eine Familie zusammengekommen sind. Wir haben gegessen wie eine, wir haben geschmatzt wie eine, versteht ihr? Nur noch das Furznatter, ich meinte, es ist alles in Ordnung. Wie auch immer.